Welche Infos dürfen eigentlich in die Wikipedia? Das ist Jannis. Jannis will einen Wikipedia-Artikel über das Thema der Beginn des Universums schreiben. Er weiß, dass hinter der beliebten Enzyklopädie tausende ehrenamtliche Autorinnen und Autoren stehen. Alle können mitmachen. Aber was bedeutet das für Jannis Artikel? Viele Menschen haben viele Meinungen. Besonders bei politischen und religiösen Themen gibt es oft Streit. Damit man sich auf die Inhalte der Wikipedia verlassen kann, werden alle Artikel von einem neutralen Standpunkt ausgeschrieben. Weil Jannis weiß, wie viele Diskussionen es zu dem Thema gibt, fügt er verschiedene Theorien an, die dazu existieren. Um die Neutralität zu gewährleisten, zeigt er aber nicht, welche er befürwortet und welche er ablehnt. Jannis bleibt neutral, damit sich jeder Leser und jede Leserin eine eigene Meinung bilden kann. Um die Glaubwürdigkeit von Wikipedia und von seinem Artikel zu sichern, zeigt Jannis allen ganz genau, woher er sein Wissen hat. Wenn er also schreibt, dass seine Nachbarin Anna auf dem Mond war, dann muss er das auch mit einer guten Quelle belegen können. Gute Quellen sind zum Beispiel anerkannte Fachbücher, wissenschaftliche Publikationen oder gut recherchierte Presseartikel. Internetquellen können natürlich auch benutzt werden, aber gerade hier gilt, die Quelle muss vertrauenswürdig sein. Deshalb verlässt sich Jannis nicht auf den privaten Blog von Anna, da sie dort vermutlich nicht neutral berichtet. Außerdem zitiert Jannis keine anderen Wikipedia-Artikel in seinem Wikipedia-Artikel, denn genau, ein Teufelskreis. Zusätzlich verlinkt Jannis seine Quellen noch, für all diejenigen, die sich weiter in das Thema einlesen wollen. Außerdem kann so jede Leserin und jeder Leser selbst beurteilen, wie zuverlässig die Quelle ist. Übrigens, für in der Gesellschaft etabliertes Wissen, wie das die Erde rund, annähernd kugelförmig ist, braucht Jannis keine Belege.